mich, dass du hier bist im Zentrum für ambulante Rehabilitation und dass wir deine Bilder hier in einer Ausstellung sehen dürfen und dass unsere Patienten diese wunderbaren Bilder erfahren dürfen. Du hast sehr intensive Farben, deine Bilder sind sehr intensiv. Was denkst du denn, dass die Farben mit unseren Patienten machen? Also ich glaube, dass Farben eigentlich helfen, allgemeine Menschen und im besonders eigentlich die Patienten, eine gewisse sich auseinandersetzen und vertiefen in eine Welt der Farbe. Da sehe ich zum Beispiel das Gelb eigentlich eine sehr fröhliche und intensive Farbe, die eigentlich Licht bedeutet. Und Wellen und Blau, wie dieses Bild da eigentlich das Meer darstellt, also die Elementen. Und ich glaube, das tut in vielen Hinsichten helfend zu heilen. Was kannst du von dem Bild? Das heißt, dieses Bild heißt Flames of Water. Wie könnte eigentlich Wasser Flammen haben? Ich habe dargestellt eigentlich, dass das Wasser eigentlich hinaufgeht, ja, und ein Center in der Mitte, eigentlich eine Idee von unserem Center, was wir sind, ja, und die Tiefe vom Wasser, ja, und die Strömungen, das, was wir im Leben eigentlich durchmachen. Du hast aber auch sehr schöne Formen dargestellt. Du hast auch deine Skulpturen zur Verfügung gestellt für diese Ausstellung. Kannst du darüber auch noch was sagen? Ja, eigentlich schon. Die Skulpturen sind eigentlich aus Terrakotta, die meisten unter Bronze. Und ich glaube, dass die Erde eigentlich wieder mal ein archaisches Material, damit zusammen mit Gold eigentlich etwas sehr symbolisch und auch kulturell erinnert an sehr antiken Kulturen, wie zum Beispiel die ägyptische oder auch anderen syrische und so weiter. Ich glaube, dass das war eigentlich eine Quelle, wo ich mich auch orientiert habe. Die Formen sind sehr weiblich, sind sehr sinnlich. Und was sagst du darüber? Dass ich eigentlich die Weiblichkeit und die Sinnlichkeit sehr nahestehe. Und ich finde das auch sehr wichtig. Denn Teil von unserem Leben und der Ästhetik der Frau, Weiblichkeit und Sinnlichkeit natürlich darstellt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und ich hoffe, dass viele Besucher kommen in unsere Ausstellung und sich die Bilder ansehen und auch unsere Patienten schön Zeit haben, sich mit den Bildern auseinanderzusetzen. Danke und ich hoffe auch, dass Sie kaufen werden. Ja.